Spaziergang im Sonnenuntergang, ein Liebesbrief schreiben, Frühstück am Bett, so ein Liebesschloss an die Brücke. Mm. Oder wie sie sagt, Romantik nicht mit ihr, hier ist Ilka Bessi. Den Mikro nehme ich zur Seite, dann seht ihr mich besser, oder? Der war schon mal richtig lustig. Mein Name ist Ilka Bessin. Ich bin 7 Jahre alt und ich wiege was, was du nicht wiegst. Und Meine Hobbys sind seit Corona, ich habe angefangen mit Apnoe-Tauchen. War in der Badewanne ein bisschen schwierig, irgendwie nicht so weit runter. Und dann habe ich, Synchronschwimmen mache ich aber immer alleine, weil mir Menschen auf den Sack gehen im Schwimmbecken. Oder wenn sie dir erzählen, in welche Richtung du schwimmen musst, werde ich aggressiv. Und Slackline habe ich gemacht, mache ich sehr gerne. Ich habe mir so ein Gummiband bei Amazon bestellt. Warte, wenn er ankommt, dann ist... Ja. Und dann bin ich raus, hab das Gummiband zwischen zwei Bäumen und das war kaputt. Ich bin die ganze Zeit auf der Erde gelaufen. Also, das ist für eine Scheiße. Geht gar nicht. Ja, damit habe ich angefangen. Dann wollte ich hierher kommen. Ne? Mein Programm übrigens heißt Blöde Fragen, Blöde Antworten. Jetzt fragt ihr euch, warum genau deswegen. Und... Dann habe ich vorher telefoniert, ja, wie soll der Auftritt sein, was macht sie denn? Ich wollte eigentlich, wie so bei Helene Fischer, die ist ja durch so einen Reifen, hängt ja immer über die Leute. Und so relativ über eure Köpfe wäre ich hinweggeschwebt, habe mich extra rasiert, aber... Wollt keiner. Er sagt der Techniker, das geht nicht, wir können keinen Traktorreifen nein, damit sie das. Ich habe auch keinen Bock mehr, oder? Man ist doch mittlerweile an. Man ist nur noch nett und ja, und ihr habt höflicher. Ich stehe an der Fleischtheke, wollen Sie Fleisch kaufen? Nein, ich warte, dass Brokkoli wächst. Mann, warum soll ich denn hier stehen? Versteht ihr das? Ich hab da keine Lust mehr drauf. Dann machst du einen Arzttermin. Ich muss jetzt mal wirklich Dinge aus meinem Leben. Also, einen Arzttermin machst du ja immer ein Jahr vorher, weil du nicht weißt, ob du an dem Mittwoch drankommst. Dann kommst du da nach einem Jahr, hast Termin gemacht, kommst um 8.30 Uhr morgens, gut gelaunt, sitzt da am Tresen. Morgen, haben Sie einen Termin? Ich sag, nee, ich mag Ihre Haut. Und dann stehst du da beim Arzt her und dann sind die typischen Dinge, wisst ihr, meine Mutter sagt immer, zieh das Gleiche an, wenn du dich ausziehen musst und so. Oder falls irgendwann mal was passiert, zieh gleiche Unterwäsche an. Dann denke ich mir immer so, wenn du auf der A5 jetzt einen Autounfall hast, liegst du da, wisst ihr, fehlt dir das halbe Bein, kommt dann der Sanitäter und sagt, Mensch, die hat nicht die gleiche Unterwäsche an. Das ist so. Aber... Darüber wollte ich heute ja nicht, eigentlich wollte ich vom Urlaub erzählen. Urlaub steht ja vor der Tür oder welche waren im Urlaub und ich fahre auch sehr gerne in Urlaub. Ich fahre gerne mit Freunden, fliege mal nach Portugal und dann habe ich gedacht, die ist vorher in den Laden, kaufst du noch ein Bikini, wirst du für den Strand, machst dich hübsch und so. Und dann komme ich in den Laden und dann ist ja schon so, du bist ja kaum drin, hängt schon einer am Ohrlappen. Wenn ich ihnen helfen kann, sagen sie Bescheid. Ich sage, nee, guck erst mal, ich suche ein Bikini. Und dann so dieser leicht angeekelte Blick. Ist der für Sie? Ich sage, nee. Draußen sitzt mein Hamster. Ich sage, nee, ich gucke mich ein bisschen um. Und dann ich sage, haben Sie den auch in meiner Größe? Und dann wieder dieser angeekelte Blick. Ich glaube nicht.
Jedenfalls sage ich euch eins aus Erfahrung, kauft euch ein Bikini, egal wie ihr aussieht, ob ihr einen viereckigen Körper habt oder nicht, ist mir völlig wohl. Weil ganz ehrlich, wenn ihr in Urlaub fahrt, dem Meer ist es scheißegal, ob du eine Bikini-Figur hast. Interessiert die nicht. Das interessiert die Muschel nicht, das interessiert den Strand nicht. Zieh an, was du willst. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr auf den Bauch liegt, dass keiner ein Fahrrad abstellt. Das ist ja eine. Bei so. Wir atmen kurz durch, verarbeiten das Bild im Kopf. Ach, ich freue mich heute hier zu sein. Aber ich im Urlaub, ich liebe das, in Urlaub zu fahren mit Freunden, Familie, vor allen Dingen mit Kindern. Ich liebe Kinder. Kinder im Urlaub, ich liebe wirklich. Also, Kinder, also, je öfter ich mir das einrede, desto mehr glaube ich. Ey, wirklich. Jedenfalls Urlaub mit Kindern, wie gesagt, ja, die sind halt nun mal da, die hast du mitgenommen, was willst du machen, ne? Jetzt soll man die aber auch bespaßen, dann geht das los, dann musst du den ganzen Tag irgendwelche Kinderlieder singen. Ich werde da irre. Mit Fingerchen, flacher, flacher Hand, mit Fäuste, mit Elmo, klatsch, klatsch, klatsch. Jetzt singst du 24 Mal, irgendwann fängst du an, dir irgendwelche Texte einfallen zu lassen, oder? Mit Fingerchen, mit flacher, flacher Hand. Wenn ich das nochmal singen muss, klatsch ich dich an die Wand. Hey, 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 hey. Das ist einfach. Ey, das sind so. Warte, dann gibt's noch eins. Diese Tier. Vier kleine Fische, die schwimmen im Meer. Blub, 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 da sagt einer, ich kann nicht mehr. Nach dem 25. Mal hatte ich so eine eigene Version. Vier kleine Fische, die schwimmen im Meer. Blub, 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 wann hab ich wieder hier schlecht Verkehr? Blub, 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 blub. Das habe ich den Kindern dann beigebracht im Urlaub. Dann haben die das im Kindergarten nachgesagt. Das war lustig. Aber Kinder sind wirklich toll, oder? Ich liebe Kinder. Kinder sind unsere Zukunft. Und vielleicht ist man, also ich bin vielleicht auch ein bisschen neidisch, weil ich keine eigenen Kinder bekommen habe. Also ich habe zwei Kinder aus dem Herzen, aber keine aus dem Bauch. Und da muss ich dazu sagen, so eine Schwangerschaft, weiß ich nicht, ob das für mich so geil gewesen wäre. So Heißhungerattacken? Brauche ich noch Heißhungerattacken? Brauche ich noch einen Bauch? Ich meine, auf dem Rücken hätte ich Platz, wirst du, aber will ich noch so ein Schwanger? Okay, dann würde ich aussehen wie Jabba the Hutt, wenn das Ding noch auf dem Rücken und komm. Und dann musst du das ja auch die ganze Zeit mit dir rumschleppen. Das Kind ist ja dann irgendwann da, dann hast du diesen Maxikosi am Arm. Ich wohne im 5. Stock. Meinst du, ich habe Bock, die Kacke da nach oben zu schleppen? Mein Kind wurde ja am 2. Stock groß. Entschuldigung, können Sie das mal großziehen, bis das 18 ist? Ich habe keine Nerven. Und dann ist ja das nächste Problem bei Kindern, was du hast, wenn die irgendwann auf der Welt kommen. Ne? Beste Freundin wird schwanger, kriegt ein Kind, du musst ja ehrlich sein. Ne? Wir bringen ja unseren Kindern bei ehrlich sein. Kommt die mit dem Kinderwagen, da kiekst du drin und sagt so, und wie findest du das? Ja, kannst du noch ein bisschen was mit dem Filter machen, oder? Ja, was ist denn? Wir sagen unseren Kindern, wir sollen ehrlich sein. Und dann bist du ehrlich, das ist ja auch nicht richtig. Dann sitzt du irgendwann Weihnachten bei den Freunden und kleine Genevieve, Cheyenne, Chantal, Chanice oder wie sie auch immer heißen mag, darf dann Geige spielen. Sie hat seit einem halben Jahr Geigenunterricht und jetzt darf sie Geige spielen. Wir alle gucken zu und dann geht es los. Ich will schon klatschen und sie so, sie ist doch nicht fertig. Okay. Und ich denke so, okay. Und dann ist sie fertig, alle klatschen und dann wird ihr gefragt, und wie fandet das? Was machst du denn jetzt? Soll jetzt ja ehrlich sein, oder? Ich sage ganz ehrlich, was war denn das für eine Scheiße? Findest du das gut? Bist du jetzt Genevieve Gerrit oder was? Also zu meinem Geburtstag kommst du nicht. Was ist denn? Ja, was ist denn? Du musst doch ehrlich sein, das ist so. Und Kinder kriegen ist halt, das ist halt schwer. Weil du brauchst ja auch irgendeinen, der hat mit dir Macht. Und dann bist du lange mit dem zusammen und dann sitzt der zu Hause und kiekt dich an und
Du denkst morgens beim Frühstück schon, oh, ist der immer noch da. Und das ist ja auch mit dem Sex ab mir wissen, Alter, ey Leute, ich bin 51 und das oh, könnt ihr euch jetzt sparen. Und dann bist du da zu Hause und denkst so ganz ehrlich, okay, du willst ihn mal überraschen. Der ist halt da. Und dann denkst du dir, machst mal ein bisschen Sex. Bist du mit 30, hast du überall Sex gehabt, mit 14 in der Küche, mit 50 kiekst du dich an und denkst, fick dir doch selber. Das ist nicht mehr so, oder? Und dann willst du den überraschen und Frauen, wir wollen ja dann die Männer überraschen und wollen die denn beglücken. Und dann bestellen wir bei Amazon so ein Ganzkörper-Netz-Outfit. Das habe ich auch gemacht und ich stelle mich so in die Tür, ich sage, und, Bock auf Sex? Und er so, nee, aber Bock auf Rollbraten. Was ist denn das? Ich sage, sei ruhig, wir haben jetzt Sex. Dann habe ich den mit so Handschellen festgemacht. Was ich euch nicht empfehlen würde, ein Latex-Bettlaken. Wenn du dich da einölst, kann es sein, dass du dich hinlegst und kurz in die Küche durchflutscht. Nicht so geil. Ich sage, sei ruhig, wir haben jetzt Sex. Und ja, dann habe ich überlegt, machst du Dirty Talk. Weißt du? Geht aber nicht, der hat eine Beißschiene. Wisst ihr, wie geil das ist, wenn der eine Beißschiene hat? Oh, so geil, so geil, so. Wenn ihr die rausnimmt, dann sieht jedes Mal aus, als ob deine Pizza Margherita ein Stück wieder aus dem Mund zieht. Da geht ihr heute mal nach Hause, habt ihr Schlechtverkehr. Viel Spaß. Dann habe ich gedacht, wie kann ich den juckig machen, wisst ihr? Schlagsahne. Man sieht im Fernsehen Schlagsahne. Rufsprühen. Ich habe keine Schlagsahne, ich habe noch Reismilch. Ich das in eine KitchenAid-Maschine. Da lief das Ding, damit die steife. Stunden hattet er so Hilfe. Ich sage, sei ruhig, wir haben Sex. Dann habe ich gedacht, wie kannst du den juckig machen? Eine Faunfeder. Eine Faunfeder, wisst ihr? Habe ich nicht zu Hause, ich habe nur Swiffer. Da ist der. Leute, wirklich. Da ist der Stab gleich mit dabei, dann kannst du so. Nebenbei immer noch die Reismilch noch nicht an. Habe ich gedacht, was kannst du noch machen? Ah, Schokocreme. Schokocreme habe ich nicht. Agavendicksaft. Hast du schon mal Agavendicksaft von einer harten Brust geleckt? Irgendwann Maschine war an, ich, Ganzkörpernetzort, Hilfe, Hilfe. Klingelt's an der Tür. Ich mach die Tür auf, stehen zwei Polizisten da. Ich Ganzkörpernetzoutfit. Und die so, Nabeln. Und ich so, Nabeln, kann ich Ihnen helfen? Und die so, ja, hier wurde angerufen, da ruft ein Mann immer um Hilfe. Ich sag, was? Ganz ehrlich, ich mach alles für den. Ich hab mir das Outfit gekauft. Ich mach den geilen mit Kia Swiffer. Ich hab Reismilch, die nicht hart wird. Ich will einfach nur gebumst werden. Da kicken die sich später an und sagen untereinander, ey, wisst ihr was, für den Scheiß werde ich nicht bezahlt, lass uns abhauen. Vielen Dank, ihr Lieben. Macht euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei Ilka Bessi. Hallo, Daniel hier. Ihr wollt noch mehr von unseren besten Comedians in Deutschland? Dann müsst ihr jetzt hier oder hier auf die Playlist drücken. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt so oder so? Also drückt doch einfach. Dann seht ihr unsere Playlist und habt Spaß, Spaß und Spaß. Also ich drück hier.